Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Assassin's Creed Valhalla. Heute sind wir unterwegs, wieder mal im Seilschmied, unserem guten alten Zwerg. Und wir müssen, wie ihr links oben seht, zum krönenden Abschluss den Turm des Baumeisters besuchen und dem mal eine reindreschen, weil er baut viel zu schnell und viel zu ungenau. Ne? Das gibt's, das muss heute gemacht werden. Ansonsten haben wir leider Gottes eine Frau vermählt. Da oben ist er. 500 Meter knapp. Kriegen wir hin. Ist nichts Spezielles. Das muss ja auch mal geklappt oder gemacht werden. Ne? So. Kurz mal hier justieren. Das darf ja auch mal sein. So. Und dann geht's also los. Ich habe immer das Gefühl, das Mikrofon ist immer irgendwie immer so. Mach mal kurz, wenn ich so. Hallo, 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 ne? Das geht nicht. So. So müsste ich reden, ne? So. So in der Schule raus. Nee, keine Ahnung. Ist irgendwie speziell heute, aber komisch, ne? Müsste ich mir. Muss ich noch mehr Sound geben? Warte mal kurz, wenn ich das Ding laut aufdrehe. Jo, also dann wird's. Ich glaube, dann wird's problematisch, ne? Dann wird's. Und wenn ich so das Ding auch aufdrehe, dann wird's auch nicht ganz lustig, ne? Dann übersteuere ich sogar. Irgendwann wird's dann auch nicht mehr. Ah, das ist aber. Also die Krux an der Sache ist, man muss sich irgendwie ein bisschen einfriemeln und wenn man dann zu laut ist und zu leise. Naja, ne, ich habe das so gemacht, dass ich hier auf die Mitte und hier so und hier auch noch ein bisschen, ne? So. Ich hoffe mal, das funktioniert. Und wenn ich hier so, ja, okay. Kein Thema. Entschuldigung für die Unterbrechung kurz. Aber, ja. Cool, ein Aufzug. Wow. Autsch. Das tut irgendwie weh. Sind immer noch 400 Meter. Das geht auf jeden Fall klar. Und wir sind ja in Asgard, ne? Da ist alles ein bisschen größer, ne? Wir sind ja gar nicht eigentlich in England, sondern wirklich in Asgard. Und da ist das Ding wirklich viel, 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 viel größer. Na gut, Größe in dem Sinne nicht, aber einfach nur viel, doch, viel pompöser eigentlich. Er hat den Turm vollendet. Wurden wir überlistet? Wahrscheinlich schon. Das ist ein Problem, ne? Hey! So, da gehen wir den Herren da besuchen und gucken mal, was da los ist. Darf ja auch nicht sein, dass man da schon fertig ist, ne? Da muss ja auch hier mit rechten Dingen zu und her gehen. So. Das sieht aus, als ob es mit Lehm gemacht wurde. Also, sorry, aber. Das Ding scheint echt nicht fertig zu sein. Also, irgendwie ja schon, aber. Oh oh. Da werden wir drauf gehen. Ich hab's gewusst, da werden wir drauf gehen. Ach, da unten ist. Ich hab's erst jetzt gesehen. Da unten ist ja was. Ne? Da unten ist was, was wir sehen können. Also, das wir dann das. Ja. Man ist nicht alle Tage, ne? So, wieder Speicherpunkt zurück und nochmal raus in die Bude hier. Das dürfen wir wohl rausgehen. So. Hoffentlich. Bom 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 bom. Entschuldigung, tut mir leid. Wollte ich nicht. Nö, wollte ich wirklich nicht, ne? Ich kann auch so. Wirklich? Ich kann auch so reden. Das ist genau gleich, wenn ich hier. Ah, okay, ein bisschen lauter ist es. Ah. So, dann gehen wir hier nach oben und holen uns. Ja, irgendwie müssen wir da hinkommen. Ich habe mal den falschen Weg gewählt. Wir müssen nicht rechts durch, sondern links durch. Und das war das Problem in der ganzen Sache. Das war der Freund mit dem Tod. Tod des Verderbens, ne? Aber naja, kriegen wir irgendwie trotzdem hin. Tut gut. Alles ist gut. So, da ist irgend so ein Anbetungsgedingsebums. Da hinten ist ja. Keine Ahnung. Wissen wir wohl nicht. Wir gehen jetzt mal brav hier
entlang, wo der Weg ist. Weil das dürfen wir wohl, oder? Ich hoffe, dass wir da nicht irgendwie ein Problem kommen. Ach so, wir sind ja schon runter, da können wir nicht, also am Seil hätten wir uns runterhangeln können da, aber wir sind schon unten, ne? Das heißt, es geht nicht nochmal runter, wenn wir schon unten sind. Also, versteht ihr, was ich meine? Das geht nicht. Hä? Stimmt, wie kommen wir jetzt da? Ich glaube, wir müssen ganz komplett links durch, ne? Oder bin ich jetzt total verwirrt? Warte mal kurz. Yo. Ganz komplett, auch von dem wunderschönen, von dem wunderschönen Turm hier auch komplett links vorbei. Weil hier waren wir eigentlich noch nie. Wir sind immer durch die Mitte, ab durch die Mitte gegangen, aber hier waren wir echt noch nie. Muss man mal getan haben. Also, ja. Geht gut. So. Durch die Hüften. Und wenn ich wieder mit meinem Mikrofon so laut bin und das Spiel so leise, dann könnte ich eher gesagt, hör mal kurz, dann kann ich den Trick hier machen. Entschuldigung, hier, Stadia, ne? Ihr kennt es mit dem Vollbild-Dingsbummens. So. Ich hoffe mal, das funktioniert. Kriegen wir hin irgendwie. Zum Schluss alles stimmt. Das wäre super. Dann schauen wir mal, was der Baumeister hier so getan hat. Ne? Das ist ja nur noch 310 Meter. Bisschen mehr und weniger, aber kriegen wir irgendwie ja gut hin. Und jetzt kommen wir auch da raus, wo der eigentliche Übergang ist, ne? Muss man auch mal gesagt haben, hier ist der eigentliche Übergang. Hier können wir eigentlich normalerweise durch. Und nicht wer von. Schließt sich dieser wilden Jagd an? Nö. Und nicht von oben herab runterbrechen. Wir waren, glaube ich, da in diesem Vorsprung und sind runtergeklatscht. Ich habe keine Ahnung. Also da waren wirklich. Da sind wir wirklich doof. Da bin ich doof durch. Aber was willst du tun, ne? Als. Als Person des Wissens. Des Flusses folgen? Nö, machen wir nicht. Wir tun Dinge, die wir können. Was ist denn das da hinten? Warte mal. Ach, das ist so ein Lichtgedingsebumse, ne? Aber da frage ich mich, wie schnell oder wie hat denn der das Ding so schnell gebaut? Also jetzt wirklich die Frage. Ja, toll. Wir müssen hier auch am höchsten Punkt hier ranklettern, ne? Deine Flüche treffen mich nicht. Deine Waffen verletzen mich nicht. Wie jetzt? Du? Krieger, leg deiner Kampfeslust Zügel an und reite sie. Lass dich nicht von ihr reiten. Ich kenne dein Gesicht nicht. Doch, ich... Ja, denk nach. Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst? Der Feuernebel füllte meine Kehle. Ich watete durch ein Meer aus Blut und Fleisch. Ein Speer durchbohrte mein Herz. Und dann holte dich eine Walküre unter jenen hervor, die für Hel bestimmt sind, und brachte dich hierher, ins ruhmreiche Asgard. Asgard? Dieser Ort ist wahrlich wie kein anderer. Und das ist kein Traum? Muss ich gegen dich kämpfen? Wir werden gemeinsam kämpfen und Teil des größten Heeres sein, das je zusammenkam. Doch zuerst iss und trink mit den Göttern. Nimm den Platz in der Halle der Gefallenen ein, den dein Mut dir verdient hat. Thor! Sturmbringer! Ich biete dir meine Klinge! Odin! Rabennäher! Ich gebe dir mein Leben! Auch gut. Haben wir ein Rätsel abgeschlossen. Keine Ahnung wie, wo, was, warum, aber wir haben es getan. Klingt doch gut. So. Das Gebäude hier, das Riesending, der Moloch der Zeit. Das ging aber echt fix hier, ne? Innerhalb von Stunden hat er das gebaut. Gefällt dir, was du siehst?
Ein guter Turm, oder? Wie schnell und wie und wie? Nicht mein bestes Werk, aber ihm wohnt ein gewisser Glanz inne. Nun denn, wo ist meine Königin? Du bist fertig? Der Turm ist einsatzbereit? Eine Rune fehlt. Ich füge sie hinzu, sobald ich vermählt bin. Wer hat dir geholfen, die Arbeit abzuschließen? Allein hättest du es so schnell nicht schaffen können. Unsere Übereinkunft hat mir Hilfe von außen nicht verboten. Nun, wo ist Freya? Das Warten ermüdet mich. Hilfe von außen. Interessante Wortwahl. Sei gegrüßt, Havi. Sei gegrüßt, Baumeister. Wir bringen dir deine Braut. Freya, meine Angebetete. Warum grinst sie so schelmenhaft? Sie hat keinen Appetit? Freya ist so aufgeregt, dass sie Speis und Trank verwehrt, bis die Ehe vollzogen ist. Das freut mich, auch wenn es überraschend ist. Schließlich ging sie diese ungewollte Verbindung ein, ohne mich zu kennen. Als sie diesen Turm als Beweis deiner Stärke erblickte, wusste sie, dass du ein wahrlich großer Mann bist. Genug geredet. Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten. Wirst du deine Arbeit beenden? Verzeiht, doch warum hat sie solch wilde Augen? Sie hat etwas von einem Tier. Die Kunde ihrer Verlobung versetzte sie in einen Wachschlaf. Sie zieht diesen Traumzustand der hässlichen Wirklichkeit vor. Es wird ein raues Erwachen, wenn sie sich nicht freien Willens fügt. Ich werde nicht sanft zu ihr sein. Schinde keine Zeit und küss sie endlich. Besiegle deine Verlobung. Ja, ein Kuss. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Festmahl. Herrlich. Deine Lippen sind zwei Kissen auf einem Bett aus Rosenblüten. Und deine so kalt und rau wie ungeschliffener Stein. Was ist das für ein Trick? Stimmt etwas nicht? Ihre Stimme, sie ist garstig. Mir wurde gesagt, sie wäre verführerisch. Von einem Wolf. Betrug! Bringt mir die echte Freya oder ich ziehe mein Angebot zurück. Ich bringe mich selbst, wenn es dir recht ist. Freya, du musst doch nicht... Ihr habt kaum etwas, Aesir. Nur dieses nutzlose Denkmal eurer Unfähigkeit. Du warst ein guter Junge, Thor. Verspiel das jetzt nicht. Und du, Havi. Du wolltest der Verantwortung entgehen, indem du keine Wahl trafst. Doch auch das war eine Wahl und sieh, wohin sie uns gebracht hat. Ja, wir haben dich als selbstverständlich betrachtet. Jetzt nicht mehr. Habt ihr dieses traurige Schauspiel nur für mich ausgehängt? Da spielen sich ja auf dem modernden Kadaver eines Schweins bessere Dramen ab. Beende deine Arbeit oder leide. Keine Freya, kein Schild. Nach Hilhelm mit ihm, Harvey. Ich weiß, wo er seine Zauberfarbe aufbewahrt. Zeig es mir.
Tor. Tür. Behaltet unseren Gast im Auge. Freya, ich hoffe, wir beide können uns nachher unterhalten. Warum trägst du noch immer Freyas Gestalt? Zur Erinnerung, um wen es geht. Verwandle dich zurück. Es ist verstörend. Wohin gehen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht pausenlos beobachtet. Also, du weißt nicht, wo seine Vorräte sind? Ganz sicher in der Nähe. Er hat dieses Gebiet nie verlassen. So gut wie nie. Na dann, sehen wir uns in der nächsten Runde, denn ich muss ein bisschen Zeit gut machen. Und hoffen wir, dass wir in der nächsten Runde die Farbe finden und dann das Werk selber vollenden können, weil der hat das Ding ja echt schnell, wirklich extrem schnell gebaut. Und ich frage mich auch, woher er die Materialien dazu hatte, ne? Das ist irgendwie das nächste Ding. Also, sowas baust du nicht kurz schneller Hand hoch. Also, naja, wir hoffen mal, dass er da nicht was komplett Falsches gemacht hat. Und China, keine Ahnung was, egal welche Ware benutzt hat. Aber wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Zu schauen, eher gesagt.